Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir okay, jetzt wurde man bekannt gemacht mit dem so ziemlich nervigsten Gegnern im ganzen Spiel. Obwohl es gibt noch diese großen Viecher. Aber da kommen wir erst noch zu. So, erstmal alles wieder mitnehmen, was geht oder halt nicht geht. Den Stein. Achso, den einen hatte ich ja an den Baum geschmissen. Vielen Dank. Dankeschön. Mal etwas Nützliches hier. Aber hier müsste diese Tür sein. Ah, okay. Da ist sie doch schon. Gucken wir erstmal um die Ecke. Ne, hier gibt's nichts mehr. Optimal. Ich habe sogar noch ein Messer. Und ich glaube, die werde ich jetzt auch nicht verschwenden. Die restlichen. Weil es dann immer scheiße ist, wenn man quasi so eine Tür hat und dann kein Messer, dann gibt's ja auch nichts. So, normalerweise sind ja in diesen Messerräumen auch, ja, ist eine ganze Menge Zeug zu finden. Hier ist jetzt gar nicht mehr so viel, aber es ist auch wieder wegen dem Schwierigkeitsgrad. Sonst kann man sich hier immer schön, ja, auffüllen. Munition und alles mögliche. Aber egal. Wir rennen ja bis jetzt eh so krass sneaky durch, dass wir keinen irgendwie abknallen müssen oder so. Jetzt hier runter? Ne. Gucken wir erstmal. Na warte, hier komme ich her. Glaube ich zumindest. Na scheiße. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ich hatte ja so eine Stellen, wo ich mich verlaufe. Mein Orientierungssinn ist beschissen. Ziemlich beschissen. Was geht's jetzt hier runter, oder? Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier komme ich doch her, oder? Oder nicht? Ah, darüber, glaube ich. Nee. Ah, verdammt. Wo seid ihr denn? Wo sind die anderen zwei? Sag doch mal was. Ah, da sind sie auch schon. Oh Mann. Dann war ich hier bestimmt auch schon. Ah ne, da geht's auch, okay. Vielleicht gibt's hier noch in der Ecke was, wo die rumgestanden haben. Nee. Da oben. So, geh weg. Ja, das habe ich schon gesehen. Was heißt schon, aber ich hab's gesehen. Da hängt einer rum. Der chillt ein bisschen. Leuchte mal erst an hier. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Na, häng's ab hier, was geht? Okay. Komm, Grummler, los. Okay. Scheiße! Los, los, los! Jo, die Viecher sind ja blind, aber die hören dich trotzdem noch, wenn man zu laut ist quasi, und dann greifen die ihn direkt an. Okay, scheiße, ich habe kein Brett oder so, weil das Blöde bei den Viechern ist, die kann man nicht umboxen, nicht mal wenn man denen was an den Kopf schmeißt. Und ich will jetzt auch keine Munition verschwenden, falls ich überhaupt noch welche habt, oder? Da können wir raus, über das Gerüst. Ich lasse den einfach mal, vielleicht kann ich auch so einfach da hochgehen. Dass ich den da rumzappel ein bisschen. Ah, ich habe schon gedacht, ich komme hier nicht hoch. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Wenn der Wichser da unten rumkriecht. Na gut, haben wir wieder eine Flasche gespart. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los.
Moment. Bitte, die Damen. Okay, komm. Mach ich hier schon wieder die ganze Arbeit? Was soll das? Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch. Oh, das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Na komm, geh schon. So schlimm ist doch gar nicht. So schöne Aussicht hier. Stellen wir uns nochmal ein bisschen hoch hier. Wee. Mal alles von oben angucken. Jetzt mal ein bisschen drauf rumspringen. Wee. Ah, hier kann man ja gar nicht springen, scheiße. Komm schon, ey. So, alles nur nicht runterschauen, also schauen wir jetzt erstmal nach unten. Ja, weiter runter können wir gar nicht gucken hier, was soll das? Okay, ab hier muss ich glaube ich wieder vorsichtig sein. Nicht, dass hier die nervigen Viecher schon wieder kommen. Die hört man ja alle schon so in der Ecke rumklickern. Na, komm schon. Achso, gedrückt halten. Okay. Achso, okay. Ja, das war das mit dem Auswählen. Also wir können nicht mehrere gleichzeitig tragen. Erst später, wenn wir da die Ausrüstung quasi dazu haben. Deswegen... Ja, behalten wir die erstmal, aber man kann die auch austauschen hier, wenn man quasi aus dem Rucksack rauskramt. Ich lasse das mal bei 4. Den Revolver können wir ja später noch benutzen. So, scheiße, hat sich das jetzt hier aufgebammelt oder was? Ich kann mich gerade nicht bewegen, soll das? Ich drück mal Stopp. Okay, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt gerade so ein Bug irgendwie. Ja, verdammt. Vielleicht muss ich erstmal die Waffe ausfüllen. Ich nehme mal die andere einfach. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Man musste das jetzt machen quasi. Hab schon gedacht, das ist wieder so ein Fehler im Spiel. Das wäre jetzt echt nervig gewesen. Hätte ich wieder übelst schneiden müssen, aber na. Wo wollen wir denn jetzt hin? Okay, da runter geht's, wie es aussieht. Da. Ah, scheiße, das war jetzt eine von diesen Stellen, die ganz schön nervig werden können, wenn wir jetzt nicht übelst taktisch vorgehen, weil die kriechen hier in allen Ecken rum. Hier sieht man schon, der einen zum Beispiel langkrabbeln. Ah, ich glaube, ich nehme erstmal den, der da eh schon rumzappelt. Gute Nacht. Ich erstmal wieder zurück. Der eine ist ja, glaube ich, gerade da in den Raum reingegangen. Am besten warte ich erstmal, bis er da wieder rauskommt. So, geh weg. Okay, der geht da raus, schön. Dann gehe ich jetzt einfach in den Raum rein und hoffe, dass da nicht noch gerade einer rumrennt. Ah, optimal legt schon mal einen Stein, das merke ich mir. Falls ich hier doch noch irgendwie... Krach mache. Am besten, ich bleibe jetzt erstmal hier drin. Weil der wird hier seine Runde drehen, so wie es aussieht. Oder die anderen vielleicht. Dann kommt hier einer wieder rein. Ja, der zappelt da schon gerade in die andere Richtung. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Kläger gesehen. Das sind ja alles die Runner. Den kann man, also die kann man, okay, der kommt schon wieder rein. Die kann man ja zumindest vermöbeln. Das sieht jetzt zumindest nicht aus wie ein Klicker. Die Klicker machen ja so eine Geräusche. Ich hab schon gedacht, er hat mich gesehen, weil der so eine... Scheiße. Alter, fick dich doch, fick dich. Geh weg. Scheiße, das lief jetzt schlecht. Ich
mal so eine Flasche im Kopf. Ah, verdammt, und der Klicker rennt da gerade rum. Und noch einer. Scheiße, Alter, wie viele sind das denn? Fick dich. Geh weg. Und da ist eine Stange. Scheiße, scheiße, scheiße. Tja, es lief jetzt gerade nicht so super geil. Wow. Alter, fick dich doch. Erstmal die Knoche hier. Schneiden wir hier gleich ab. Alter, haut doch mal ab. Ich hoffe mal, die rennen jetzt nicht alle stundenlang hinterher. Ich meine, das können die nicht bringen. Was soll der Mist? Hat er mich jetzt gesehen? Ja, der kommt da rein. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich bin gleich tot, scheiße. Okay, ja, das war der erste Tod und scheiße, ja. Bisschen blöd gelaufen. Okay, jetzt müssen wir zumindest, dass wir es hier mal wieder ein bisschen sneakier angehen sollen. Vielleicht sollte ich mich auch heilen, aber... Ich wollte mir das eigentlich ein bisschen für später aufheben. Ich habe schon gedacht, ich sterbe in dem Let's Play nie, aber... ja, hat jetzt nicht so super doll geklappt. So, aber den ersten, den könnte man ja theoretisch trotzdem so ausschalten. Da war man wahrscheinlich bloß vorhin zu schnell, dass der Spasti uns hier gesehen hat. So, ich gehe einfach mal langsamer. Und dann mache ich das erstmal, also den Anfang erstmal genauso. Habe ich jetzt noch eine Flasche, ja? Okay. Und dann lasse ich den einfach jetzt rumrennen und mochst den dann erstmal trotzdem von hinten ab. Dann dürfte es ja theoretisch auch kein anderer mitkriegen. Theoretisch. Man hat ja gerade auch nicht so gesehen, dass das zuvor gelaufen wäre, aber naja. Na ja, komm schon. Da kommt er reingezappelt. Ich hasse die Spastis. Hat er mich schon wieder gesehen? Nee. Ja, die machen immer so eine blöden Geräusche. Da denke ich immer, der hat mich schon erwischt. Wie hört denn der mich? Das geht doch gar nicht. Geh weg, geh weg. Boah, Alter, ficken. Kann doch nicht jetzt schon wieder so scheiße schwer gehen hier. Ich glaube, ich bin jetzt mal aus der Sichtweite rausgerannt. Aber ich glaube, ich kann ja auch nicht ohne Probleme das Zeug verschieben, ohne dass es irgendwer hört, weil das ganz schön laut ist, glaube ich. Ich hab's gewusst, verdammt. Hätte ich's mal gelassen. Ja, machen wir halt noch eine dritte Runde hier. Außer vielleicht schaffe ich sie auch so, mal sehen. Ich glaube ja irgendwie nicht mehr dran. Aber da hinten lag ja auf jeden Fall so eine Stange rum. Ich glaube, die sollte ich erstmal einsammeln nachher. Ich lasse sie erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen und den da kann ich jetzt in Not erstmal einen Stein in den Kopf werfen. Na, ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. So, mach ich mir erstmal einen Schädel. Da kommt der aber schon wieder rumgerannt. Ich meine, wie viele waren das jetzt überhaupt noch? Den einen habe ich zermatscht. Den einen habe ich ja auch schon da um die Ecke. So, hier war ein Stein auf jeden Fall. Warte, den lasse ich jetzt mal reinkommen.
Oh, das war gerade, glaube ich, nicht die beste Idee. Hier kommt ja noch der Klicker. Aber den schieße ich jetzt, glaube ich, erstmal ab, wenn ich das hinkriege. Okay, weg. Ist er tot? Scheiße, jetzt zappelt der noch rum oder ist der jetzt endlich verreckt? Nee, er kommt hochgeklärt. Geh weg. Meine Munition ist leer, verdammt, Alter. Ja, den muss ich jetzt auf jeden Fall mit der Stange kaputt kriegen, aber wo war die jetzt? Die war doch da hinten irgendwo. Und wo ist jetzt der hässliche Klicker? Da ist er. Ist noch eine Flasche? Also ich brauche auf jeden Fall diese verfickte Stange. Ohne die wird das hier nichts. Ich habe jetzt auch nichts mehr und wie gesagt, ich kann die nicht verschlagen, die hässlichen Klicker. Und ich muss hier offensichtlich alle töten, um hier weiterzukommen. Weil wenn ich da die Kiste verschiebe... Ja, dann rastet der aus, der Kleine. Wo war denn jetzt die hässliche Stange? Ey, verpiss dich doch. Weiß nicht, lass ihn jetzt erstmal dahinter zappeln. Lag die Stange da in der Ecke eigentlich? Oder war die vorne irgendwo? Ich renne einfach mal überall ein bisschen rum. Früher oder später wird er mir eh entgegenzappeln hier. Das ist schon. Da ist die Stange. Nein, nein! Oh Mann, Alter! Verdammt! Verdammt, Alter! Okay, jetzt habe ich. Ich habe zumindest schon mal die Stange gesehen, okay. Das lief ja gerade auch alles ein bisschen zu gut. Aber das ist schon wieder so der Vorführeffekt. Ich bin hier echt sonst immer übel sneaky durchgekommen. Also man kann hier mindestens 3 Leute eigentlich hinterrücks so abmurksen, wie ich den da gerade abgeschlachtet habe. Und dann ist ja eigentlich nur noch der Klicker übrig und den müsste ich dann die Stange vors Gesicht hauen, ja. Ach ja, ich hätte es mal vorher das Kapitel am besten spielen sollen. Jetzt lose ich hier gerade übelst ab, aber naja, kriege ich ein paar mehr Parts zusammen. Ach verdammt. Aber warum ist der hier immer ausgerastet an der Ecke? Vielleicht müsste ich mich hier näher an den Trant stellen. Ich weiß immer nicht, warum der mich hier erkennt quasi. Weil ich eigentlich übelst leise dem hinterher schleiche immer. Aber der mag mich offensichtlich nicht. So. Versuch mal ganz leise jetzt hier. Hat er den gerade die Flasche an den Kopf gehauen? Was für eine Verschwendung hier, was soll das? Ah, kacke, der hat mich jetzt gesehen, der Klicker. Und der andere da rastet jetzt auch gleich aus. Okay, weg. Am besten, ich hole mir jetzt gleich die Stange erstmal. Wenn ich die finde. Ah, da ist er. Komm. So, und jetzt renne ich erstmal ein bisschen rum hier. Aber es war schon wieder einer mehr. Oder ist es jetzt bloß, weil ich den innen hier nicht gesehen habe, schon? Friss mein Holz. Ach, verdammt, jetzt habe ich die... Jetzt habe ich das Brett verholen. Obwohl, ich habe hier noch 3 Munitionen, vorhin habe ich bloß ein bisschen viel verballert. Wenn ich den jetzt meinen Stein an den Kopf werfe und den abschieße, dann funktioniert das ja auch.
lass mal die Zappelbirne erstmal ankommen. So. Alter, wie viel halten die denn aus? Das gibt's ja nicht. Aber der müsste ja jetzt eigentlich... stimmt, ich habe ja noch so eine... Oder ich nehme hier erstmal den Revolver. So, hau dir mal noch eine Kugel rein. Jetzt, na endlich, Alter. Kommt jetzt her! Und er hat Munition. Wie sah dein Klicker Munition? Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden ja, wir von gar nicht hier. Schlecht. Das war ganz schön schlecht. Jetzt 3 oder 4 Versuche, braucht keine Ahnung. Auf jeden Fall war das jetzt ganz schön lästig. Wenn das jetzt so weitergeht, na danke. Da bin ich bei 100.000 Parts zum Schluss, aber naja. Wenigstens sind wir jetzt erstmal durch. Und scheinbar auch schon alles mitgenommen hier. Vielleicht da hinten in der Ecke noch was. Nur ein Stein. Ja, die Flaschen sind hier, glaube ich, ein bisschen nützlicher, weil die mehr Krach machen. Also, glaube ich schon nicht. Kann sein, dass die Steine genauso viel Krach machen, aber keine Ahnung. Und die Klicker, die rennen ja immer in die Ecke, wo der Krach ist. Also, wie ich hier gerade die Kiste verschiebe, da kam die ja klar angerannt. Die Drecksviecher. Okay, halt fest. Los. Na komm, geht schon. Okay.